Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten aka Toto. Ich bin heute im dunklen Ursprung, das heißt, ich bin eingeladen worden vom Shadow, hier Dorfbesuche zu machen beim Clan Dark Genesis. Das fand ich sehr, sehr nett. Er war auch, glaube ich, sehr überrascht, dass ich so schnell hier reinkommen konnte. Aber ich habe einfach meinen zweiten Char, also meinen zweiten hohen Char, den Avatar, dafür genutzt. Der war sowieso gerade unterwegs. Ich war mit Thorsten leider verhindert, bin da also noch ganz woanders tätig. Und ich freue mich natürlich, dass ich überhaupt mal ein Dorfbesuche-Video machen kann. Ich habe sowas noch nicht gemacht. Also seht es mir nicht nach, wenn das irgendwie jetzt nicht so gut rüberkommt. Ich probiere das alles so ein bisschen aus meiner Sicht zu zeigen. Da ich jetzt mehrere RH9-Dörfer habe, ein RH10, natürlich kein RH11. Also da bin ich dann doch ein bisschen unbedarft. Aber alle anderen Rathausstufen, da kann ich ja irgendwas zu erzählen. Aber es ist immer meine Meinung. Es muss nicht eure Meinung sagen. Und ich habe mich hier so ein bisschen umgeschaut in Clan, habe so ein paar Leute befragt, kann ich auch was zeigen, weil nicht jeder möchte ja, dass seine Base gezeigt wird, aber wir gucken hier einfach mal rein. Wir starten hier auch gleich ganz oben beim Rikusch. Der Rikusch ist ein typischer Rathaus-Szener, sieht eigentlich gut aus, schon sehr, sehr starke Def. Das heißt, schon sehr stark ausgebaut. Er ist, glaube ich, schon einmal rum, so wie ich das sehe, auch mit den Magiertürm und auch mit den Bogenschützentürm hat die Lars noch auf Rathaus 9 Niveau, aber hat die restlichen Sachen auch schon nachgebaut, die man als Zehner ja kriegt. Die dauern ja auch erstmal sehr, sehr lange und hat, so wie ich das gesehen habe, auch schon 240 Truppen. Das finde ich immer, das ist ein Must-Have, wenn man die Rathausstufe anhebt und neue Truppen bekommt, also die Armeelager größer werden. Das ist nicht Nice-to-Have, sondern das ist ein Must-Have. Armeelager hoch, höchste Priorität, egal ob Rathaus von Rathaus 8 auf 9 oder von 9 auf 10, die müssen als erstes hoch. Wir müssen die volle Truppenanzahl haben, um weiter sauber in den Clankriegen zu bestehen. Aber er hat hier ein gutes Dorf, ist gut ausgebaut, hat 7, 8er, 9er Mauern. Ne, 7er sehe ich nicht mehr, Entschuldigung, 8er, 9er Mauern. Ja, kleiner Mauermuffel, hat die Helden auch noch nicht so wirklich hoch. Da hätte man vielleicht im Rathaus 9 Bereich etwas mehr noch machen können, bevor man dann auf Rathaus 10 geht. Aber wenn es Rathaus erstmal steht, dann muss man da durch. Hat er mittlerweile den Golem auf 5, hat die Walküren auf 5. Ich denke, mit den Golan zusammen ist das auch seine bevorzugte Nachkriegarmee. Das Dorf sieht gut aus. Er muss halt viel an den Sachen arbeiten, die er ein bisschen nachholen muss. Das heißt eigentlich Helden und Mauern. Alle anderen Sachen gehen sicherlich von ganz alleine nach, aber gerade die Helden, gerade wenn man ein bisschen zu früh hochkommt, hat man das Problem, dass man dann erstmal nicht die Helden macht, sondern man macht meistens erstmal ein paar dunkle Truppen und hat dann auch kein Gold und auch gar keinen Bob frei, um die Helden zu machen, außer man nimmt sich einfach die Zeit und sagt, so, jetzt mache ich hier mal 5-6 Wochen nur Helden und dann gehen die erstmal hoch auf Level 20, aber der Rikusch ist ja auf einem guten Weg und ich denke mal, das wird in jedem Fall was. Dann habe ich mir rausgeguckt, beziehungsweise kennengelernt, ja, natürlich den Gandalf. Der Gandalf darf bei mir nicht fehlen als Herr der Ringe Online-Spieler, als Hardcore-Herr der Ringe Online-Spieler. Muss ich natürlich beim Gandalf vorbeischauen. Der Gandalf ist ein relativ hohes RH9, hat die Helden genauso wie Avatar. Avatar fehlt jetzt noch der 25. Level zum King, aber er hier ist Max von den Truppen her. Wie ich das so sehe, von RH9, da fehlt es, glaube ich, an gar nichts. Er hat wirklich alles gelevelt hier, was man leveln kann für Rathaus 9. Das heißt also, er hat volle Truppen. Er hat auch eine richtig gute Base. Ich finde jetzt gerade keine Mauer mehr. Ah, doch, da hinten hat er noch so ein paar. Also der ist wirklich auf einem guten Weg, hier den Einstieg in Rathaus 10 sicherlich leicht hinzubekommen. Das Dorf ist gut, deckt zumindest hier mit einem X-Bogen auch Luft ab. Also ich habe mir angewöhnt, beide einfach auf Luft zu stellen, weil die verteidigen schon dann gut, vor allen Dingen gegen die immer stärker werdenden Luftangriffe. Hat sowieso den Rest komplett ausgebaut und
Das ist eine absolut super akzeptable Farmbase hier. Ich mache das auch gern, dass ich die Bohrer an den Rand stelle, denn so ein bisschen muss man seinen Gegner ja auch locken. Hat alle Kasernen fertig, also braucht wirklich nichts mehr machen, außer die paar Mauerken hier. Und noch so ein paar Heldenlevel. Der sieht wirklich gut aus. Hut ab. Das wird ein Next RH9. Dann habe ich hier kennengelernt den, ich hier mal eben schauen, den Shadow zeige ich euch auch gleich. Ich habe den EL kennengelernt. Der EL ist auch ein Rathaus 10, auch eigentlich ein bisschen zu weit, wenn ich mir so die Truppen angucke. Ich meine, okay, die Bowler sind gut, aber sie sind nicht OP. Aber dafür hat er zum Kontern sicherlich was aus der Luft, denn der Lavahund ist schon auf Level 3. Die Walküren, ja, sie sind nicht mehr das i-Tüpfelchen, muss man einfach so sagen, und hat aber ganz gut die Truppen gelevelt und hat auch eine wirklich starke Base, also die Base ist schon fast auf dem Max-Ausbau, hat alle X-Bogen schon auf 4, hat die Lars hier schön verteilt auch stehen, die decken also den kompletten Ring hier ab, beziehungsweise die komplette Mitte sehr, sehr schön ab und natürlich auch, ihm fehlt noch ein Armeelager, also noch nicht 240 Truppen. Das wundert mich ein bisschen, weil die Base ist schon so, so stark ausgebaut. Selbst hier schon Level 11 Mauern und dann noch nicht 240 Truppen. Kann man machen, aber man sollte doch die volle Truppenanzahl schon haben, wenn man schon etwas länger Rathaus 10 ist. Und auch hier hätte man ein bisschen mehr in die Helden investieren können, aber das ist eine schöne Base, die gefällt mir. Das ist eine schöne Ringbase vor allen Dingen. Die kann man sowohl als Farm als auch als CK-Base nehmen. Man kann sicherlich auch eine andere nehmen, wo das Rathaus vielleicht ein bisschen mehr am Rand steht. Aber in den etwas höheren Ligen, der jetzt gerade nicht ist, kann man sicherlich so eine Base sicherlich auch hinstellen. So, dann kommen wir zu meinem Einlader. Das ist der Shadow hier im Clan. Wo ist er? Da ist der Shadow. Ah, nein, ich wollte den Shadow zum Ende zeigen. Ich wollte mir den Leader einmal angucken. Den habe ich aber auch schon gesehen. Ja, sein Dorf steht jetzt wieder. Auch ein Rathaus 10. Hier mit relativ guten Helden schon. Hätte man natürlich auch ein bisschen weitermachen können. Aber die F ist hier voll ausgebaut. Voll Rathaus 10 sehe ich. Das heißt, die goldenen Bogenschützentürme decken hier schön so ein bisschen teilweise mit über die Lars, also die Minen, die Wizard Tower, würde ich vielleicht hier mit den Bogenschützentürmen tauschen und die ein bisschen noch ins Innere holen, denn die machen natürlich über eine größere Strecke den Schaden und die Magier Tower machen natürlich etwas mehr Flächenschaden, wenn die Lars hier angegriffen werden. Also das kann man so ein bisschen tauschen, muss man aber nicht. Auch das hier ist eine akzeptable Base. Die beiden Bomb Tower kann man sicherlich hier irgendwo in diese Base integrieren. Dann müsste man sie so ein bisschen umbauen. Aber das Dunkle ist geschützt. Die X-Bogen stehen leider alle, stehen sie alle auf Boden. Ich sehe 1, 2, wo ist der dritte? Ich finde den dritten X-Bogen gar nicht. Ah doch, da ist er. Da hat er sich gerade versteckt. Ja, alle auf Boden. Ist natürlich zu Zeiten, wo hier vermehrt aus der Luft angegriffen wird, nicht mehr so zu empfehlen. Also ich empfehle vielleicht 2 von den 3 doch mit auf Luft zu stellen und die Seite, wo die Queen ist, den vielleicht auf Boden zu lassen, weil die Queen macht ja auch ein bisschen Schaden in der Luft. Aber sonst ist das ein super Dorf hier, super ausgebaut und auch ein guter Char. Ich merke gerade wieder ab und zu zuckt das Bild. Ich weiß nicht, wovon das kommt. Ich glaube, kam jetzt nach dem letzten Software-Update, das bitte ich zu entschuldigen. Da forsche ich noch nach, warum das manchmal so ist. So, und jetzt komme ich endlich zu dem, der mich auch eingeladen hat, denn das ist der Shadow. Der Shadow ist ein gerade so Rathaus 9, oder ist gerade so Rathaus 9 geworden. Das sehe ich an der Base und sehe ich auch an den Helden. Aber er hat voll durchgemaxt den Rathaus Level 8. Das ist natürlich richtig gut und ist jetzt auch schon dabei, seine Queen auf Level 8 zu bringen. Die Queen geht eigentlich bis Level 10. Relativ gut hoch erstmal, dann hat man schon mal ein 10er-10er Pärchen und seine Base ist gut im Ausbau. Ich hatte, glaube ich, 2, 3 Videos vorher schon mal gesagt, es dauert unheimlich lange, bis man erstmal die neue Defense, vor allen Dingen bei Rathaus 9, das ist hier der Tesla
Das ist der zusätzliche Wizard Tower. Das ist, glaube ich, ein Bogenschützenturm, den man machen muss. Den hat er da. Also hier muss man wirklich erstmal viel auf den alten Stand bringen, den man vorher hatte bei Rathaus Level 8. Um dann eigentlich erstmal anzufangen, so, jetzt kann ich anfangen, meine Dev auch zu maxen. Aber das sieht ja ganz gut aus. Da ist er auf einem guten Weg. Aber auch hier der Tipp, das ist ein Must-Have, 220 Truppen für einen RH9. Also vielleicht nicht unbedingt schon in die ersten Forschungen investieren, sondern erstmal die Armeelager. Die sind in 20 Tagen fertig. Ich glaube, ein Armeelager läuft nur 5 Tage. Das heißt, in 20 Tagen ist man davon ab. Er macht ja auch schon in der Mitte den X-Bogen. Der ist auch schon auf Level 2. Hat die Clanburg schon auf Rathaus 9 Niveau. Super ausgebaut hier. Also finde ich gut. Das Dorf ist auch in Ordnung. Die Bomben sind innen. Ob man unbedingt noch Doppelbomben braucht heute. Ich habe bei meinen RH9s nach wie vor Doppelbomben drin. Und das liegt aber wahrscheinlich nur daran, dass ich einfach nur zu faul bin, mal eine andere Base zu bauen als die, die ich jetzt habe. Aber der Shadow ist hier auf einem guten Weg. Da gibt es hier nichts anzunölen. Das ist eine typische Farmbase. Und ich habe, er sieht ja jetzt zumindest meine, die kann man mal nachbauen. Die hält mich eigentlich ganz gut. Die habe ich mit mehreren 9ern Chars. Und natürlich wird man abgefarmt, je höher man in den Ligen ist. Aber das hier, was ich sehe, ist absolut akzeptabel, ist super. Was ich vielleicht auch machen würde, ich würde einen Bob, ich glaube, er hat hier auch schon den Babydrachen. Ich würde auch ruhig einen Bob abstellen, um erstmal hier die Kasernen ruhig zu machen. Dann hat man es hinter sich und kann richtig viele Babydrachen aufbauen, beziehungsweise auch die anderen Truppen wieder bauen. Denn wenn man erstmal eine Kaserne ja im Bau hat, dann dauern die anderen Truppen ja dementsprechend länger und man braucht viel, viel länger dann für die Ausbildungszeit, bekommt etwas weniger Angriffe hin pro Tag und das Boosten ist ja sehr teuer geworden, weil man ja nicht mehr die einzelne Kaserne boosten kann, sondern alle. Und von daher, aber das nur als Tipp, aber wie gesagt, Armeelager hoch und Helden laufen von ganz alleine. Ich habe mir da angewöhnt, meine Helden in 5er-Schritten zu machen. Das heißt, mein King geht jetzt noch auf 25, auch so vielleicht mal als Tipp und werde danach die Queen auf 30 bringen, dann den König auf 30, dann bin ich sowieso durch hier. Habe auch noch ein paar Sachen hier zu machen, ein paar Mauern, Forschung sind natürlich auch fertig, Def ist durch mit dem Account hier, aber das wird schon und ich habe alle Zeit der Welt, also ich mache hier wirklich nicht eilig. Ich habe hier jetzt auch, glaube ich, gar keinen Angriff die ganze Zeit gemacht. Habe hier nur ein bisschen rumgespendet in dem Clan. Ein bisschen rumgechattet mit den netten Leuten hier. Ihr seht hier nochmal das Clan-Tech von dem Clan Dark Genesis. Ist ein guter Clan. Wir spielen zweimal die Woche Clan-Krieg. Das Kriegslog ist farbenfroh, gar keine Frage. Ja, man gewinnt, man verliert. So ist das nun mal im Clan-Krieg. Das ist ja bei uns auch nicht anders. Da, wo ich eigentlich beheimatet bin. Und der Clan hier ist auch gut aktiv, hier wird gut gespendet und von daher würde ich sagen, volle Empfehlung hier, wenn die Dark Genesis Leute hier noch suchen, aber sie sind auch relativ voll und sie sind hier wirklich sehr nett und möchten auch nett behandelt werden. Im Moment spielen sie ein CK, das sieht, ja, das sieht noch gut aus, denn der Sandro, habe ich gesehen, hat noch beide Angriffe über und kann noch mal die restlichen 2 Sterne hier reinholen. Ich hoffe, das gelingt ihm noch. Ich werde es leider nicht mehr mitkriegen, weil ich mit Avatar auch weiterziehe. Und bedanke mich aber schon mal hier beim Clan, dass ich überhaupt mal so eine Folge machen durfte. Bedanke mich bei Shadow für die Einladung. Und wenn ihr mehr von solchen Sachen sehen wollt, schreibt mir das ruhig in die Kommentare. Ich versuche das irgendwie einzurichten. Auch zeitlich. Ich konnte hier leider den ganzen Tag eigentlich nicht online sein, weil ich komplett extern zu tun habe im Moment und komme da noch nicht mal dran, da dann zu, mal aufs Handy zu gucken, großartig. Und dann lasst mir das in den Kommentaren nach. Hat euch dieses Video auch gefallen? Gebt mir einen Daumen nach oben. Wer noch kein Abonnent bei mir ist, werdet einfach Abonnent und verpasst keine Folge mehr von mir, wenn es da heißt, der Toto flasht.